The boys are back in town. Die Men in Purple sind wieder zurück und wollen in diesem Jahr gerne ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Der Auftakt in Spiel 1 der Saison war mehr als verheißungsvoll. Vor 2100 Zuschauern startete Universe furios. Quarterback Mike Vexin behält die Übersicht und findet David Hiron Jansa, der keine Mühe hat, die ersten Punkte der Saison zu erzielen. Touchdown für die Hessen. René Möll, der auch im letzten Jahr sehr erfolgreich für die Frankfurter kickte, mit dem Point after Touchdown und der 7:0 Führung für Universe. Doch nicht nur die Offense funktionierte, auch die Defense war aufmerksam. Erst mit dem Quarterback-Sack und dann mit der starken Pass-Defense, abgefangen von John Tidwell, der sich sogar ärgert, dass es nicht eine Interception geworden ist. Doch auch Stuttgart zeigte mit seinem rund erneuerten Team, dass sie durchaus zu beachten sind. Langer Pass, drei Spieler steigen hoch und der vierte freut sich, allerdings zu früh. Denn Joshua Poznanski schlägt den Ball noch aus den Armen des Stuttgarters. Wir sind im zweiten Quarter und wieder sind die Scorpions im Angriff. Langer Pass, abgefangen durch Tyler Stollard und dieser legt einen unglaublichen Lauf hin. ...99 Yards bis in die Endzone des Gegners. Allerdings wurde der Spielzug wegen eines Blocks in den Rücken annulliert. In der zweiten Halbzeit allerdings machten es die Stuttgarter besser. Wieder der Pass und diesmal ist er erfolgreich. Sebastian Müller mit dem Touchdown für die Scorpions. Der anschließende Extrapunkt ist ebenfalls erfolgreich und so ist die Partie wieder ausgeglichen. Jetzt wieder die Frankfurter in der Offense. Ballübergabe an Silas Nasita und dieser macht sich auf den Weg und ist nicht mehr zu stoppen. Mit dem anschließenden Extrapunkt lag Universe wieder mit 14:7 in Führung. Doch es sollte noch zum großen Showdown kommen. Denn 13 Sekunden vor Ende des Spiels erzielten die Scorpions ihren zweiten Touchdown des Tages und verkürzten somit auf 14:13. Die Stuttgarter setzten alles auf eine Karte. Herzschlagfinale. Sie wollten den Sieg, versuchten die Two-Point-Conversion. Sieg oder Niederlage, das war jetzt die Frage. Und dann ist es wieder einmal der starke Joshua Poznanski, der sich in den Pass wirft und diesen abklatschen kann. Mit dieser Aktion sicherte er den Sieg der Universe im ersten Spiel der Saison. Es war noch nicht alles Gold, was glänzte, aber ein Sieg ist ein Sieg.